Mesdames et Messieurs, sehr verehrte Damen und Herren, Signore e Signori, ich freue mich sehr, Sie heute zur nationalen Fachtagung «Die Zukunft der Freiwilligenarbeit gestalten, quasi im Netz und die Tagung des Netzwerks freiwillig engagiert» hier begrüßen zu dürfen. Es ist für das Schweizerische Rote Kreuz eine große Ehre, die diesjährige Tagung durchführen zu können, auch wenn sie quasi nur digital stattfinden kann. Aber es ist auch eine große Spannung, dass sie zum ersten Mal digital stattfinden kann. Es ist eine turbulente Zeit, wahrlich, in der wir uns momentan befinden. Die Welt ist im Wandel. Wir müssen uns quasi täglich den neuen Gegebenheiten anpassen. Tagtäglich sehen, wie es im privaten, im beruflichen Umfeld geht, wie wir in der Familie, wie wir uns mit Freunden treffen und umgehen. Corona hat uns quasi über Nacht auch mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie schnell Stärke, wie schnell auch Unabhängigkeit und wie schnell Selbstverständliches von gestern eben verloren gehen. Immerhin, die Schweizer Bevölkerung hat sehr rasch, hat sehr direkt, hat sehr spontan und hat mit großer Solidarität eben reagiert auf diese völlig unerwarteten und besonderen Umstände. Die Mitmenschen, die sich schon gestern und lange vor dieser Zeit, aber auch jetzt neu während der Pandemie, während der Krise eben freiwillig engagiert haben, zeigen auf eindrückliche Weise, wie bedeutsam zivilgesellschaftliches Engagement eben für die Bevölkerung, für die ganze Schweiz ist. Aber auch die Freiwilligenarbeit ist, wie die ganze Welt, sage ich, in einem steten Wandel. Die Digitalisierung, die demografische Veränderung, immer mehr alte, ältere Menschen sowie zunehmende gesellschaftliche Ungleichheit, aber neben dem demografischen auch der klimatische Wandel, immer mehr Naturkatastrophen, immer mehr gesundheitliche Probleme bei Älteren, stellen uns vor gesellschaftliche Herausforderungen. Nicht nur die Welt, die Gesellschaft, sondern mit ihr verändern sich auch die Bedürfnisse der Freiwilligen. Sie wollen, Freiwillige wollen immer mehr flexible, kurze, spontane, projektbezogene Einsätze und sie wollen vermehrt Partizipation. Das ist eine neue Situation für uns Freiwilligenorganisationen, eine Situation eben für Organisationen, die für Freiwillige eben ein optimales Umfeld, optimale Einsatzangebote bereitstellen wollen. Es ist aber auch eine Chance, die wir packen. Gerade in turbulenten Zeiten lohnt sich ein Blick eben in die Zukunft. Wie können wir von den Erfahrungen von gestern quasi heute für die Zukunft eben auch lernen? Wie können wir die Zukunft neu gestalten? Mit diesen und mit weiteren Themen beschäftigen wir uns heute an dieser Fachtagung. Wir setzen uns damit auseinander. Wir packen die Risiken, aber vor allem auch die Chancen für die Zukunft. Und in diesem Sinne, meine sehr verehrten Damen und Herren, wünsche ich Ihnen eine sehr inspirierende, eine sehr spannende Fachtagung heute. Und ich übergebe gerne das Wort zurück an den Moderator des heutigen Anlasses, an Dino Berli. Vielen Dank.